willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 mit Reality. Hier auf der Grünfelder Land. Ich bin immer noch dabei, hier meine Bäume zu häckseln. Wenn ich ihn denn erwischen würde. Die wollen gerade nicht so richtig. Damit wir einfach unsere Produktion wieder auffüllen können. Holzkohle haben wir zwar einiges verkauft, aber je mehr, desto besser. Das ist ja im Moment unsere Haupteinnahmequelle. So, jetzt läuft es. Habe ich mich hier wieder ein bisschen eingegroovt in den Häcksler. Da geht die Arbeit wieder ein bisschen schneller voran. Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich den Dinger runterdrücke, geht alles nicht so schnell, wie ich mir das gedacht hatte. Jetzt zieht er mal wieder ein bisschen. Ich will den Stamm daneben dran mal abholen, der mir da runtergefallen ist. Den jetzt da dran. Sieht
so aus. Sieht so aus, als würden wir da dran kommen. Oder auch nicht. Probieren muss man damit. Okay, das altbekannte Problem. Dass ein Teil von diesem Stamm keine Kollision hat. Jetzt für die Kollision? Was ist denn da los, ey? Sieht für mich eigentlich nicht so aus. Ich bräuchte einen eigenen Mitarbeiter, der nur mit dem Häckseln beschäftigt ist, ohne Witz. Seht ihr, das ist das Problem, dass der Stamm eben keine Kollision hat. Jetzt ist er weg. Gut, Zeit für was zu trinken. Ich glaube aber fast, das würde sogar reichen.
um die Produktion erstmal wieder ans Laufen zu bringen. Volker Varuna, hallo. Hallo, Trissa hier. Hallo. Der Herr Richter hat doch bei Ihnen einen Autoführerschein gemacht, oder? Nee, einen erweiterten Traktorführerschein nur. Ah, okay. Vielleicht sollte man da überlegen, noch einen Autoführerschein nochmal zu wiederholen. Das finde ich interessant, weil das war ja eigentlich für den Kollegen, den er früher mal hatte, für den war das angedacht. Und jetzt braucht er selber einen. Ja, wäre vielleicht nützlich. Fährt manchmal, Sie haben ja gesehen, wie der Traktor umgekippt ist. Mhm. Vielleicht sollte man da aber nochmal eine Nachschulung machen oder sowas. Ja, aber das kann ich so eigentlich jetzt nicht veranlassen. Das muss ja eigentlich davon ausgehen, dass die ihm die Fahrerlaubnis. Ich muss da mal ihm mitteilen, dass er vielleicht dann auch mal eine Prüfung ablegen sollte. Ja, da müsste er einen Bescheid dann vom Kraftfahrtbundesamt geben. Ja. Oder von der Zentralregisterstelle, dass er da nochmal nachgeprüft werden muss. Und dann muss er sich mit dem Bescheid bei mir melden. Okay, das wollte ich jetzt nochmal fragen, was für einen Führerschein der genau eben gemacht hatte. Ja. Also wie gesagt, das war, was er bei mir gemacht hat, war der erweiterte für den großen Traktor. Ich glaube, das hat auch nicht gereicht. Ja. Hat er da einen Hangarführerschein auch gemacht oder nur einen Traktorschein? Ein was? Hat er für einen Hänger auch noch einen Schein gemacht oder nur für einen Traktor? Wie sich ein Anhänger verhält? Eigentlich sogar nur, wenn ich ehrlich bin, für einen großen Traktor ohne Anhänger. Oder sind wir da mit Anhänger gefahren? Nee, da sind wir ohne Anhänger gefahren. Ja, dürfte denn, also hätte er ihn gar nicht fahren können dürfen. Ja, das müsste er ja als Polizist am besten wissen, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ja, beziehungsweise er muss sich halt dann melden wegen dem Nachschulungstermin. Vielleicht dann bei der nächsten coolen Lieferung kann man das ja dann. Tja, könnten wir vielleicht verbinden. Aber ist trotz allem kein Auto, gell? Ja, Auto, das ist dann nochmal eine andere Sache, wie man das klärt, weil da ist anscheinend auch den Herrn Müller reingefahren gerade. Oh, das ist aber schlecht. Ja, aber keinen Personenschaden. Nee. Nur leichter Lackschaden. Ja, die Gemeinde hat das Geld, ne? Hm. Gut. Ja, oh, schönen Tag Ihnen. Ebenso, tschüss. Tschüss. Alter, was für ein Vollpfosten arbeitet da denn? Der kriegt auch alles kaputt. Aber mir fällt gerade tatsächlich ein, eigentlich hat er gar keinen Anhängerführerschein. Hat er den damals gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wenn der drin ist, dann können wir das Zeug mal ausliefern. Dann hätten wir noch eine Ladung, circa, hätten wir noch an Hackschnitzeln. Gut, halt warte, ist der schon fertig? Ja, der scheint fertig zu sein, okay. Ich glaube aber, dann nehme ich das Gewicht mit und ich müsste wahrscheinlich auch die Deichsel einstellen. Dass der mir nicht abhanden kommt. So. Alles dran. Jetzt gucken wir gerade mal nach der Achse. So müsste es passen. Fahren wir erstmal zu den Hackschnitzeln rüber. Zur Holzkohle. Hackschnitzel.
gut. Gut, dann fahren wir noch zur Kartonproduktion. Dann sind die wieder so weit, dass man mit denen arbeiten kann. Da komme ich auch an meinem Feld vorbei, dann kann ich mal gucken, ob ich da schon ernten kann oder nicht. Bin ja glücklich, dass mein Tempomat wieder geht. Und je nachdem, ob ich da ernten kann, müsste ich mit dem Jürgen morgen telefonieren. Oh ja, ich kann ernten. Und dann rufe ich gerade meinen Jürgen an. Hallo? Jo, Jürgen, ich bin's, Volker. Jo, moin. Hi. Wie schaut's denn aus mit der. Wie weit bist du mit der Ernte? Die Hälfte habe ich runter. Okay. Würdest du mir dann helfen beim Ernten? Machen, ja. Oder kann ich dir jetzt gerade irgendwie helfen? Ich fahre jetzt gerade zum Industriegebiet. Dann würde ich bei dir vorbeikommen, vielleicht abfahren oder so, dass es bei dir schneller geht. Ja, von mir aus. Gut, dann komme ich nach dem Industriegebiet, ich muss Zellulosefabrik, kennst ja. Jo. Muss ich wieder ein bisschen Hackschnitzel nachfüllen. Dann würde ich danach zu dir kommen. Okay, machen wir so. Gut. Wieder. Jo. Gut. Bis. Dann. Ciao. Gut. Dann fahre ich da nämlich vorbei. Dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Vielleicht muss ich da noch nichts für einen Drescher zahlen. Mit der Deichsel hinten. Wenn da zu viel Gewicht auf der Hinterachse liegt beim Johnny, dann ab die Post. Gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.